Endlich wieder raus. Obwohl, es sieht schöner aus oder wärmer aus, als es ist. Es sieht warm aus. Weil ich weiß nicht, ob man sieht hier. Wir haben im Moment minus 2 Grad. Minus 2 Grad. Aber wir haben uns gedacht, wir wären mal die zwei Eisheiliger hier. Ja. Wir wären mal ein bisschen die Gegend erkundigen heute mal wieder. Einfach mal raus und Sonne genießen, ja. Luft genießen. Zeig dich doch mal. Ich darf mich zeigen. Ich bin da. Okay, du wolltest noch irgendwas erledigen, ja, bevor wir loslegen. Ja, ich ziehe jetzt noch Armlinge an. Richtig. Oh Mann. So, was machst du jetzt? Armlinge an Tür. Armlinge. Ich war jetzt irgendwo. So, erklärst mal kurz für die Nicht-Eingeweihte, was ein Armling ist. Armling sind das, wo ich nur da drüber mache. Die macht sie drüber, weil da unten war es jetzt trotz Jack noch ein wenig frisch, gell? Ja. Ja. Oberheim ja. Das ist noch ein bisschen weh. Okay. Ja, fährt er an. Ja, dann werde ich das auch mal machen. So, probiere ich es auch mal. Nicht da rein zu zwingen in die engen. Ja, aber nicht ganz hoch, einfach vorne runter. So, das reicht schon. So. Nee, das Land. Das. Einfach ein bisschen besser mit den Teilen noch. Ja. So. Und jetzt wieder Jacke an. Jetzt wieder Jacke an, jetzt wird es rauschen und knistern. Jawohl, der Puschel ist im Weg. Da ist nicht im Weg, aber man wird es wohl hören, weil der hängt hier an dem. Da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, sonst hätte ich so einen Schlüssel. Ja, das hätte man alles machen. Egal. So. Dann erstmal kaufen. Eine Alpaka. Eine Alpaka, kaufe nicht. Nee, kaufe okay, das war's nicht. Und dann. Zugfahren ist nichts im Moment hier. Unsere Hausstrecke Richtung Rastatt. Und für alle, die drauf warten, nein, Berge gibt es heute keine zu sehen bei uns. Also zumindest nicht wir in den Bergen. Wir wollen bloß mal so ein bisschen gondeln. Aber wie heißt es so schön, es gibt ja nur falsche Klamotten und kein falsches Wetter. Ne? Das Wetter ist ja okay. Was spricht die Eigmumm denn über mir? Es zieht ein bisschen an die Ohren, die Dinger. Ja. Ja, also ich merke halt, dass es doch minus 2 Grad hat. Ja, es ist, der Wind ist halt ein bisschen. Ne? Der Wind ist noch ein bisschen kräftig, aber sonst geht. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir den Ton auch einigermaßen rüberkommen. Ja, ja. Wir haben Funkmikros angeschlossen und die sind irgendwo teilweise versteckt. Da haben wir gar nicht dran gedacht. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like ja, Ele, vor einem Jahr konnte man in viel leichterer Begleitung fahren, gell? Da sind wir am 1. Januar schon. Die leichte Wintersache angehabt. Leichte Winterklamotte. Eine Lage weniger. Na ja, gut. Jetzt halt mit dicken Handschuhen. Ja. Sonst fahre ich nie mit so dicken Handschuhen. Jetzt ist halt so, wir haben halt, oh guck mal, da ist vereist da drin. Oh ja. Wir haben halt Januar, ne? Und Januar ist halt ein Wintermonat. Ja, ja. Also früher war es zumindest mal so. So ein bisschen, einfach ganz locker. Ganz locker. Und die Schwabbelbacke. Dass es nicht so schwabbelt. Ja. Und da ziehen wir zurück. Machst du schön. Ich sage ja, ein Manager ist halt was wert, ne? Ja. Wobei sie ausdrücklich sich darauf beruft und besteht, ich soll Manager sagen und nicht Managerin. Aus welchem Grund auch immer. Weil ich ein Manager bin. Sie ist Manager. So. Okay. So, und wie geht's jetzt weiter? Wir sollten. Wir fahren da rüber, Niederbühl. Ja. Yep. Also ich kann die Aufnahme gar nicht kontrollieren, weil sie nicht die Pulver schlägt. Also komm, egal. Machen wir weiter. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine.
Aber mal geil. Blick auf die Großbaustelle. Das ist übrigens hier eine dieser Stelle, ein Stück weiter weg, wo sie mühsam dran arbeiten, diesen Tunnelbohrer wieder rauszuholen. Habt ihr vielleicht was gelesen davon in der Zeitung? Ja, da unten ist das. Du, Gabi, guck mal, was ich da sehe. Ein kleiner See, nicht zu tief. Nicht zu tief. War da nicht neulich verschiedene Berichte über Eisschwimmer? Oh ja, aber es ist nicht für uns. Da sind wir Weicheier. Also irgendwie. Nein, das tue ich mir nicht. Gut, es wäre auch. Aber es wäre also selbst für meine Schwimmkünste. Zu nieder. zu nieder, ja. Ach, das heißt jetzt aber lieb gesagt. Was ist mit deinem linken Otto oder der rechte oder wie? Der rechte Fuß, ja. Und der linke große Zehe. Der meint ein bisschen, es ist ein bisschen kühl. Ah, okay. Aber es ist noch sehr angenehm. Wir haben gerade noch mal ein Problem entdeckt. Wie soll man mit so dicken Handschuhen so ein Taschentuch auseinander bekommen und das dann auch noch ordentlich an die Nase führen? Das zeige ich jetzt lieber nicht, also so sieht es aus. Jetzt suchen wir wieder ein kleines Plätzle. Nein, ich singe in diesem Jahr nicht. Oh, ich meine Frau kenne, hat sie da bestimmt Glühwein drin? Nein, Kaffee. Kein Glühwein? Nein, aber Kaffee. Kaffee, welches Olé? Kaffee mit Milch. Also doch Olé. Olé. Ohne Schwung. Kaffee ohne Schwung, aber Kaffee das ohne Schwung. Ist mir jetzt gerade recht. Ja. Das ist wie so eine wärme Quelle. Kannst du den Finger wärmer an der Tasse? Es ist etwas wärmer geworden, Gabi. Ja. Hat nur noch minus eins. Hast du kalte Fußerlen? Mhm. Aha, okay. Aber sonst ist alles gut. Ja. Hat sie die Backe wieder freigelegt, dass es reinpasst. Nee, dass das Tuch platzt. Auf meiner Backe. Dabei hat sie sich vorgenommen, an Silvester mich nicht mehr zu ärgern dieses Jahr. Ich bin auch nicht frech. Ich habe nicht gesagt, frech bin ich auf sein Tuch. Ärgern, ärgern. Halleluja. Aber hol die Bäckler hast.
Ich habe rote Bäckchen. Ja, ich habe rote Nase. Eine rote Nase. Das kommt von der Kälte nicht. Nein, ich hab mich nach dem Niklaus nicht mehr abgeschminkt, weißt du? Ich lasse es gleich drauf für. Gleich noch ein Stück. Für Fasching. Ja. Also, was gehen wir dieses Jahr? Die letzten Jahre sind wir einmal als Radfahrer gegangen. Als Rotnase. Als Rotnase, bitteschön. Noch ein kleiner Kaffee gefällig. Aber wohl. Die Dame. Das macht mir nicht voll. Die macht ihn nicht voll, dann bleibt für sie auch noch was. Nee, das ist schon schneller kalt, wie man so drin wird. So ein schönes Spiel. Ja, wirklich, das Ding. Es dampft. Ja, es dampft. Da ist ein warmer Kaffee drin. Also, ach Mensch. Muss ja dampfen. Muss ja dampfen. Und überhaupt, Sonne minus 1, was ist das für eine Temperatur? Oh, gar nichts, oder? Ist es zieht eigentlich nur an der Finger und der Fußzehe. Aber sonst ist eigentlich alles okay. Ja. Finger und Fußzehe. Der große Otto. Immer die große Autos. Immer die große. Und nachher, weißt du, was wir nachher machen? Heiß duschen. Nein, genau eben nicht. Nee. Nachher wird kalt geduscht. Ach so, kalt dann können duschen. Wir uns vorbereiten aufs Eisschwimmen. Weil wir zwei so wie leicht. Aufs Eisschwimmen. Also, ne, und dann duschen wir jetzt erstmal kalt, aber erst einmal laufen lassen. Also ist richtig schön. Und dann duschen wir kalt. Was hältst du von der Idee? Nee. Hä? Ich bin heute ein Warmduscher. Oh, sie ist Warmduscher. Und wenn ich reingucke. Nichts mehr los mit der Jugend. Nichts mehr los. Dann dampft es da drin nämlich auch, wenn er drin steht. Mein kleiner Warmduscher. Nee, das ist nur, wenn das auf meinen heißen Body fällt, dann. Na, ist ganz klar, dann dampft das. Ja, okay. Gut, dann packen wir zusammen und geht weiter. Gehen wir weiter. Aber nicht in die Richtung, wir müssen. In die Richtung. In die Richtung genau. Müssen wir vor. Okay. Ah, dumm darf man sein, man muss sich nur zu helfen wissen, gell? Ja. Stimmt's? Ich plag mich nicht da mit den engen Hosen da hinten rum. Da hast du recht. Ich muss noch Handschuhe anziehen, das wäre auch nicht schlecht. A heart's beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Das ist etwas kühler, aber ist im Moment kein Wind, dann ist es okay. Good. Ohne Wind ist in Ordnung. Good. David, nächste Bade. Nee. Bei der Temperatur. Irgendwo habe ich einen Campingplatz entdeckt. Da habe ich gesagt, oh, das sieht gut aus, aber ist nur FKK erlaubt. Oh, das ist gut. Da habe ich gesagt, nee, da Wärme kriege ich kalte Füße, dann nehmen wir sogar einen Zieher. Da habe ich gesagt, nee, den möchte ich nicht. Ah du, ich meine, wenn das FKK für Starlets oder so ist, habe ich nichts dagegen. Nee, was wollte ich sagen? Da sind wir ja gleich bei deinem Lieblingsthema. Ja. Ja. Was ist dieses Jahr bevorsteht? Nee, du mir vor allem. Ja. Campen in Eine Radreise steht an. Ja, nicht nur eine. Ah, nicht? Oje, das wird immer schlimmer. Ich glaube, ich schalte gleich wieder ab. Der Jörg hockt jetzt da und lacht, der Jürgen lacht. Ja, die lacht. Der Klaus lacht. Klaus lacht. Nur ich lache nicht. Du lachst auch noch. Ja, ich lache auch. Mal ab nächste Woche daheim mal hinsitzen am Computer. Und die Touren planen, was für eine Richtung und dann die so ungefähr die Abschnitte und dann die Campingplätze dazu suchen. Also wie gesagt, ein richtiger, hundertprozentiger Plan ist noch keiner. Ja. Es ist in der Mache, wir wissen auch noch nicht, wo es hingeht. Wir werden uns was Schönes einfallen lassen, beziehungsweise Madame lässt sich was einfallen. Und in der Loge fahrt man dann halt einfach hin. Ich fahre einfach mit. Was wir allerdings demnächst machen,
wenn es nicht mehr ganz so kalt ist, weil es ist schon ein bisschen zapfig heute, werden wir das ganze Gepäck mal alles auf die Fahrräder machen. Und mal eine Proberunde drehen, wie das so auch aufstiegstechnisch, abstiegstechnisch. Ja, nicht so, wie jedes Mal eine Bänkle. Wie das so funktioniert. Ne? Also ich bin da selber auch mal gespannt, weil das ist ja schon ein bisschen eine andere Sache, als wenn ich da bloß so Tesla da hinten drauf habe. Oder mit unserem sportlichen E-Bike unterwegs sind, der wirklich nur für Trails ist. Das kriegen wir okay. Hin. Ja, das war eigentlich so eine kleine Vorausschau. Wenn du nicht mehr so viel anhast wie jetzt, bist du beweglicher und kannst besser über das Rad steigen. So, wenn ich gar nicht. Da klebt jeder Hose. Ja. Wenn ich gar nichts mehr anhabe, dann bin ich nackig. Locker und entspannt. Locker und entspannt. Ja. Da sind wir neulich. Ja. Spaziergang. Ja. Aber so blau ist der Himmel nicht, wie ich es versprochen habe. Nee, ganz so blau ist es. Ist so tief. Ja. Na ja. Hauptsache, wir sind ein bisschen Radfahren heute. Ja. Wichtig. Dass wir jetzt wieder Kekse essen können. Können wir uns wieder 4 Kalorien gönnen. Ha. Und den Glühwein. Vergessen, meinen Tacho runterzusetzen. Wie viele Kilometer hast du drauf? Ich habe jetzt 28. Wow. Und sind noch 3 bis daheim, dann sind wir bei 31. Oh, das ist gut. Bei den Temperaturen. Das ist nicht schlecht. Das passt. Ja. Könnte mehr sein, aber ja. Es geht. Der Wind nimmt jetzt auch wieder zu. Ja, es reicht. Ei, guck. Okay. Dann wollen wir uns eigentlich bloß mal ganz schnell noch verabschieden, ja. Bevor die. Ja. Und dann, ja. Geht's der Rest nach Hause? Geht's der Rest nach Hause? Und wie immer. Wie immer. Geht raus. Grüße. Die kommen gleich. Also. Wie immer, schwingt die Hufe, geht raus, buddelt euch ein Loch, klettert auf den Baum, schwimmt durch den See. Das kann man noch mal. Radfahren dürft ihr auch zur Not. Ja. Und wandern. Und dann ja. Badische Grüße. Und dann badische Grüße fürs Erste. Tschüss. That's it.